Servus, liebe Freunde der Sonne. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Outlast 2. Letztes Mal waren wir hier stehen geblieben. Und wir haben einen Verband und alles mitgenommen. Der natürlich jetzt noch fehlt, weil wir hier gespeichert hatten. Und natürlich das nicht mitgenommen wurde. Jetzt schon. Und hier geht's weiter. Da kann man doch eins mitnehmen, oder? Nee, doch nicht. Moment mal. Naja, also das ist ja schon ein bisschen Ketzerei. Der lebt nicht mehr. Nee, aber er weint. Kann das sein? Nee, es sind nur die Augen. Der Sandler König Eberhard. Das Auge ruht, die Liebe hart. Eine alte Schule oder Kirchenschule, katholische Schule, irgendwie sowas. Aber scheint nicht ganz zu gefallen. Don't be afraid, you're going to heaven. Hab keine Angst, du gehst in den Himmel. Ja, hoffen wir's doch mal. Okay, what the fuck? Was? Am I losing it? Was war das denn jetzt? Jetzt habe ich auch wieder was vergessen, oder? So. Going to heaven. God. Before they killed the children. You should have loved me. What am I doing? Ja, das weiß ich auch nicht. Wir haben tatsächlich schon wieder irgendwas verpasst. Man verpasst hier doch schon sehr viel, meine ich. Am Anfang ging es eigentlich noch. Vom Verpassen her, aber jetzt? Aha, hier kann man nicht durch, alles klar. Hey, da ist doch wieder die Oma, oder? Nee, ist eine andere. Aber hier ist nichts weiter. Gut. Man sieht halt echt wenig ohne Kamera. Wobei ich echt sagen muss, ohne Kamera spielen ist viel cooler, so vom Blickwinkel her. Da stören ja nicht immer diese ganzen Sachen, die auf dem Display angezeigt werden. Ein Text. Aufnehmen. Ziel. Die Kinder sollen ihre Pflicht nicht fürchten, sondern sich an ihr freuen, denn sie sichert ihnen einen Platz im Himmel. Denk daran, im Himmel ist kein Schmerz. Papa gibt dir Leben und dein Leben ist sein. Gott gab dir Leben und dein Leben ist sein. Du kannst der Feind sein, ohne es zu wissen. Angst ist die Waffe des Feindes. Gott kennt den Weg. Beschäftigungen, studieren. Der Wal rettete Jona vor dem Ertrinken. Jesus in der Wüste mit Satan. Abraham tötete Isaac im Herzen. Projekt. Engel zeichnen, wer könnte der Feind sein? Ja, die Sensen-Omi natürlich. So, wo geht's hier weiter? Da. Hier ist nichts, gell? Nein. Kann man hier einen Kühlschrank aufmachen? Nö. Spatlen. Oh, das kenne ich nicht. Was? Achso. Ah, nett. Das sogar bricht, wenn die Scherben kaputt gehen. Nicht gut. Also, dass man sogar brechen hört, wenn die Scherben kaputt gehen. Sollte ich hier runter oder nicht? Wieder kein Verband mehr. Ganz toll. Eine kopflose Puppe. Und schon wieder so ein Saw-Dreirad. How do I get over there? Fucking fence. I can climb that. Just need something to stand on. Sie schon wieder? Nee. Nee, nee, nee. Ach, Zettel. Wer hätte es gedacht? Hammer. Frau Carson hat gesagt, ich darf nicht sagen, was sie machen werden. Aber sie hat nicht gesagt, dass ich nicht schreiben darf. Bitte lass sie mich nicht töten. Ich liebe dich und Papi Juliana. Aha. Schön und gut, aber gibt's ja auch eine Batterie? Natürlich nicht. Über den Zaun muss ich drüber.
Naja, das ist einfach gesagt. Ach so, ist getan. Ne, was bist du denn jetzt schon wieder? Das war doch Absicht, oder? Dass man nach hinten schauen sollte. Ne. So, davon will ich jetzt mal hingehen, weil die flippt immer gern aus. Haben wir schon festgestellt. Aber wo jetzt die andere hin ist, unsere Sensen irgendwie, weiß ich nicht. So, wir werden uns mal ein bisschen umschauen. Ich hoffe nämlich, dass wir irgendeinen Verband oder Batterie finden. Ist da eine? Nee. Crimson and Clover. Over and over. Komische Tür. Nee, hat die mich jetzt gefunden? Naja, sofern sie nicht irgendwie auf mich losgeht. Verbannt! Hoffentlich habe ich jetzt keinen toten Punkt erreicht. Was will die denn eigentlich? Nee, 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 nee. Geh schneller als ich, oder? Nein, 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 nein! Ja, ich wollte halt unbedingt den Zettel mitnehmen. Scheiße doch. Achso, so schon wieder? Ich glaube, der heißt Martha, wenn ich mich nicht alles täuscht. Martha, die Sensenmumie, hat wieder zugeschlagen. Am Arsch. Hä? You will be. Hätte sein können, dass ich da oben sicher bin. Komm schon. Und wieder diese Scheißverfolgung. Laufe ich jetzt richtig. Da war noch ein Zettel, scheiße. Na toll, ich kann nicht mehr sprinten. Was, 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 was? Nee, 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 da gehe ich unten durch. So, wir heilen uns erstmal. Ich wette, das war absolut unnötig, war mir übrigens. Das war klar. Oh, du regst mich jetzt langsam auf. Bisschen an Garfield erinnert mit dem Zaun, wo er den Hund ärgern will. Und sauber ärgert. Weil natürlich der Zaun schützt ihn, weil der Hund kommt nicht über den Zaun drüber. Und gerade an dem Tag wird der Zaun repariert. Das heißt, dass ein Stück vom Zaun fehlt. Dann sieht man im nächsten Bild, wie der Zaun auf einmal auf der anderen Seite vom Zaun rüber schaut. Wo ist sie denn? Habe ich sie etwa abgehängt? Das ist ja gut. Aber hier habe ich, meine ich, irgendwo noch einen Zettel gefunden. So, jetzt da wieder hin. Ah, verstecken bringt doch nichts bei der, soweit ich das mal meine.
Lustigerweise ist ja auch, dass die immer so viel sieht und ich nicht. Da ist der Zettel. Und noch ein Verband. Nee. Nein, 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 nein. Wie hat mich die jetzt schon wieder so schnell gefunden? Vor allem, wieso ist die so groß? Toll, toter Punkt. Kannst du nicht mal ein bisschen länger sprinten? Ich meine, wenn der Tod hinter einem her ist. Ich glaube, da hat man genug Adrenalin, dass man sehr lange und sehr schnell sprinten kann. Und nicht nur so Larifari wie du da. Gleich in die Arme, oder? Das Problem ist, ich weiß halt auch nicht, wo ich hin muss. Weil in diese Häuser kann ich nicht rein. Das hat jetzt sein müssen, oder? Ich kürze ab. Da war eine Batterie. Wieso findet mich die andauernd? Da war der Zettel. So, jetzt bin ich wieder tot. Ach komm, bitte. Ey. Das gibt so einen dicken, fetten Minuspunkt einfach nur. Solche Sachen. Weil die mich einfach aufregen. Da lang. Wo ist denn eigentlich hin? Ich habe gesehen, dass ich hier eine Batterie gab. Feindblatt richtig verstecken lohnt sich vor dir nicht, weil die einen findet. Kann das sein? So, jetzt hat sie mich diesmal nicht gesehen. Wir dürfen nicht so viel sprinten. Sonst haben wir wieder mal keine Ausdauer, wenn wir dann mal Ausdauer brauchen. Das muss jetzt... Wo ist die denn schon wieder hergekommen? Wir haben es gerade gesehen. Wir waren... Komplett niemand war da. Geht mir die auf den Sack jetzt langsam. Wo kann ich mich hier verstecken? So, jetzt kommen wir wieder hierher. Wir werden mal in die andere Richtung laufen. Weil die geht mir meines Erachtens immer den gleichen Weg ab. Jetzt bin ich schon wieder in eine Sackgasse reingelaufen. Das kann doch nicht wahr sein. Man merkt vielleicht an meiner Stimme, dass ich jetzt langsam ein bisschen genervt bin. Was durchaus verständlich ist. Das hat ja nichts mit Horror zu tun in der Hinsicht. Nicht mehr. Das ist einfach nur auf einen auf den Sack gehen und was weiß ich alles. Wieso sieht mich die eigentlich? Das kommt mir so getriggert vor irgendwie. Das kann doch nicht sein. Da ist wieder zu, oder?
ganz große Klasse. So. Frag mich aber nicht, ob die hier ist. Aha! Ausgetrickst. Also da sie ja hier lang ist, gehen wir hier lang. Da toll ist mich schon wieder da, wo ich nicht weiterkomme. Die rennt doch die ganzen Häuser kaputt, oder? Kruzifix nochmal, wo muss ich denn überhaupt lang? Mir schien es fast so, als ob ich vorher gar nicht mal so verkehrt war, wo ich da hätte raus müssen. Toll, wieder ein toter Hund. Da! Ich hoffe, dass du mir jetzt abspeicherst. Ach nö, ich bin wieder... Ich bin wieder da, wo ich vorher war. Geht's da hinein? Natürlich nicht! Ja, toll. Wie hat mich die denn jetzt schon wieder gesehen? Komm, mach schneller. Ich hab auch nicht ewig Zeit. So langsam wird's recht langweilig. Ja, da. Weil da runter kann ich ja wohl nicht, das bringt ja nichts. So, danke. Moment, das haben wir ja gar nicht gelesen. Herr, ich bereue von ganzem Herzen den Propheten Ezekiel beleidigt zu haben und ich verabscheue jede Sünde, die ich beleidige, meinen Herrn, der Gutes und meine Liebe verdient. Ich verdiene und ersehne die Strafe, bis mir eine Zeit gegeben ist. Oh! Ja, jetzt lauf! Lauf halt! Na, na, na! Kann doch nicht dein Ernst sein. Die kürzt aber auch andauernd ab, das kommt mir bekannt vor. Ich lauf so rum. Wahrscheinlich gleich durch das Tor durch. Aber wo ist denn der Sinn? Oder muss ich vielleicht irgendwie was nutzen, indem sie die ganzen Türen zusammenbricht? Also da kann ich durch. Dann bringt mir das gar nichts. Oder? Aha. Nix, aha. Die muss weg. Aha, Batterie. Uhuhu. Die sitzt da wieder dran. Das gibt es nicht. Ich weiß ja auch nicht, wo ich lang muss. Ich auch verkehrt. Hacke Sakrament nur mal. Wo muss ich denn hin?
Ich weiß es nämlich auch nicht. Aber die Tante vorher mit ihrem Messer, die fehlt jetzt komplett. Da hinten ist sie. Scheiße. Wie so eine alte Oma. Ohne Witz. Ohne Zähne. Jetzt bin ich schon wieder hier. Gibt's doch nicht. Hier kann man durch, schön, aber bringt nichts. Jetzt aber schnell. Verband. Scheiße doch. Da komme ich auch nicht rein, gell? Nein. Und über Fenster reinkommen funktioniert auch nicht. Ach so, jetzt glaube ich, habe ich es verstanden. Drum war auch das mit dem nach hinten schauen, dass wir da hin. Jetzt gib Kick, komm. Wir sind jetzt, wir haben jetzt so lange überlebt. Das wäre eine Frechheit, wenn... Kommt sie. Nein! Das ist eine Frechheit, wie es im Buch steht. Da ist noch ein Zettel, den haben wir schon gehabt. Nehmen wir trotzdem mit. Dafür haben wir den anderen jetzt nicht. Jetzt habe ich zumindest verstanden, was ich machen muss. Wobei, gut, es wäre logisch gewesen, wenn vorher schon das kam mit dem Schieben und mit Alt, dass man nach hinten schauen kann, dass man genau deswegen auch da wieder hin muss. Was, du wirst mir jetzt nicht sagen, dass die 2 Zentimeter gefehlt haben. Kann ich nicht, dein 2 Zentimeter haben gefehlt. Okay, immerhin, wir haben es geschafft. Nice. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Outlast 2. Bis zum nächsten Mal. Adios.